Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. In diesem Part widmen wir uns einem weiteren Organisationsmitglied. Aber schauen wir uns doch erstmal, damit der Part sich füllt und ich auch richtig schön splitten kann, die ganzen Tafeln der Organisationsmitglieder an. Nämlich die ganzen Namen, von denen ich in der Story ja schon, also im Verlauf des LPs ja schon alle Namen so ein bisschen gesagt habe, aber allesamt falsch, wie ich denke. Nun, da hätten wir zum Beispiel Nummer 13, Roxas, den Schlüssel der Bestimmung. Dann wäre da Nummer 12, Laxin, die kaltherzige Nymphe. Wieso Nymphe? Keine Ahnung. Aber ihr merkt schon, tot, total zerstört. Roxas lebt noch, gehört aber nicht mehr der Organisation an, deswegen ist es so halb zerstört. Was haben wir hier? Warte mal. Ist das nicht ein bisschen vertauscht? Der anmutige Assassine sollte... Jetzt ist es richtig. Da. Malusha, Nummer 11. Der anmutige Assassine. Das passt. Dann haben wir da... Nummer 10. Luxor. Der Hasateur des Schicksals. Gambler of Destiny oder so. Und dann haben wir da... Die Melodie der Nacht. Nummer 9. Demix. Und hier ist Nummer 8. Axel. Tanzende Flammen im Wind. Wer war das mit Dancing? Nun, dann geht es hier weiter mit Nummer... Das ist nicht... Wo ist der? Ach so, total zerstört. Dann geht's weiter mit Nummer 7. Das ist Sykes. Der Intrigant im Verborgenen. Und Nummer... Nein. 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 Na. Ah doch. Der tanzende Prophet im Mondlicht ist Sykes, Nummer 7. Und Nummer 6, Sexion, ist der Intrigant im Verborgenen. Da hat mir das nur eben bei Dings Fashion gezeigt. Aber guck mal, wie zerstört die Platte ist. Man kann nicht mehr die Waffe sehen. Alter. Nummer 5, Leaxius, der stille Held. Ja, er sagt wirklich kaum was. Nummer 4, Vexen, der frostige Gelehrte. Ja, er ist Gelehrter. Nummer 3, Xaldin, der wirbelnde Lanzenträger. Und Nummer 2, Xigbar, der Freischütze. Hier steht aber Freischütz. Epischer Übersetzungsfehler. Epischer Rechtschreibfehler noch dazu. So, und wir wenden uns jetzt der Nummer 10 zu. Was geschieht da? Das sind der König und Diz. Ich meine Anselm der Weise. Sie müssen weiter oben sein. Beeilen wir uns. Zeitkarten. In die Zukunft geschickt. Und damit beginnt der Bosskampf auch schon. Ohne Formalitäten. Ein Spiel auf Zeit. Gewinne den Kampf um die Zeit. Tipps. Dies ist ein Kampf um die Zeit. Ach echt? Hätte ich ja an den zwei Sätzen davor nicht ableiten können. Erledige deinen Gegner, indem seine Zeitleiste zuerst abläuft, wenn Soras Zeit oder seine HP aufgebraucht sind. Heißt es Game Over. Ich habe immer noch dieses Scheißschlüsselschwert. Au! Und er muss mich natürlich erstmal in den Würfel verwandeln. Erstmal weit genug von ihm weg, damit er mich nicht auf, damit ich mich nicht auf Spiele einlasse. Ja, er will nur spielen. Ich bin ein drehender Würfel. Ah! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Weg hier! Los, weg! So! Jetzt kann ich auch angreifen. Und wie man sieht, in diesem Spiel auf Zeit bin ich bisher nicht in Führung. Und mit 3 kann ich seine Karten umdrehen und vernichten. Ey! Ja, meine Zeit ist wertvoll, Luxord.
Hörst du jetzt auf mit deinen ganzen Karten? Weg damit! Fuck! Ach, das passiert, wenn man seine Herausforderung nicht annimmt. Ach ja, ich habe hier auch noch eine Lebensanzeige. Das ist ein bisschen dumm. Dass ich trotzdem auf Leben spiele. Bleib mir erstmal mit der Herausforderung weg. Ich bin ein bisschen zu geschwächt, um sie anzunehmen. Hätte ich einen Blitzzauber, wäre es jetzt gut. So. Wir haben die Luxord-Karte, die wir umdrehen müssen, und die Zeitkarte. Denn die Zeitkarte zieht nicht uns Zeit ab, sie zieht ihm Zeit ab. So, Zeit. Ich kann die Karten nicht sehen. Ich kann die Karten nicht sehen. Ach, egal. So, jetzt macht das noch einmal. Wir haben eine Zeitkarte. So. Oder doch keine Zeitkarte? Mann, wo ist er hin? So, hab dich. Komm zurück. Komm zurück, Luxord. Okay. Ich nehme deine Herausforderung an. Nicht. Ich nehme sie nicht an, weil deine Karten mir im Weg stehen. So. Bleib mir bloß weg mit deinen Herausforderungen. Ja. Ja, ich kenne die Regeln. Fuck. Wer Angriff und Springen verwechselt, ist klar im Nachteil in diesem Kampf. Möchte ich nur noch mal sagen. So, jetzt habe ich euch wenigstens gezeigt, was passiert, wenn man nicht besteht. Aber es kostet Zeit. Dieser Bosskampf ist in Gefahr. So. Ja, ich kenne sie. Diesmal X drücken. Man muss nämlich auf das Kreis drücken. Und dann kriegt man sowohl Leben als auch Zeit. Ach ja, das werden wir ja sehen. Jetzt geht er in seinen Berserker-Modus. Oh Gott. So, und jetzt kommt ein Spielchen, wo wir vier Kreise haben müssen. So, und gewonnen. Damit bist du raus. Hörst du jetzt auf? Eis! Ich weiß. Doch, ich habe übel gespielt. Aber ich hab's geschafft, Luxord. Das ist der Unterschied. Warum nur, Roxas? Ich bin Sora! Nummer 10. Besiegt. Alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Wir müssen weiter. Damit ist der Hasardeur des Schicksals Geschichte. Und wir halten an zum Bericht Nummer 9. Achso, mein PlayStation-Ton ist abgekackt. Ich dachte mir, warum ist es gerade so still? Tja, damit hat sich das nächste Portal geöffnet. Das wäre dann wohl ein neues Organisationsmitglied. Aber ich sage erstmal, Leute, das wär's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann!